fühle mich sehr geehrt, diese Veranstaltung gestalten zu dürfen, auch wenn ich mir klar im Klaren bin, dass eine, irgendwo auch eine Corona-Folge ist. Denn hätten wir einen irischen Gast, wäre der Laden voll, ist ja klar. Macht aber nichts. Ich möchte euch gerne ein paar Stücke vorspielen. Und ja, wenn dann Piper bestimmte Fragen haben oder überhaupt zu meiner Person, wenn das jemanden interessiert, dann erzähle ich euch was. Als erstes möchte ich ein Stück spielen, das heißt Gentle Philip Fahy. Das ist ein Slow Air, das ist verwandt mit dem Tune John O'Dwyer of the Glen. Beide Stücke sind sehr interessant. Das erste dafür, dass es einen Liedtext hat, irischsprachig, der damit zu tun hat, dass ein Mann in der Schlacht fällt und zu Hause in seiner Heimstätte hört die Frau des Hauses nachts, wie er nach Hause kommt und wie sie aufsteht und ihm begegnen will, ist er gar nicht da, denn er ist gerade in diesem Moment gestorben. Und ich finde es irgendwie passend, das zu spielen, zu Ehren von Hans-Jörg Podwórny, den wir vermissen. Sein Rollstuhl ist nicht mehr da und er sitzt nicht mehr bei uns am Tisch. Und das ist sein Instrument, das habe ich von ihm bekommen. Einzelne Teile habe daraus ein Fullset zusammengebaut und die meisten Teile sind von ihm. Möglicherweise ist es das einzige Fullset, was außer seinem eigenen existiert. Und ich habe es immer sehr gern gespielt und mache das auch weiterhin. Und so ist er ein Stück weit unter uns. John O'Dwyer of the Glen ist interessant, weil es eine Hornpipe ist, die im 9/8-Takt steht. Meines Wissens das Einzige, was man in den Tunebooks überhaupt finden kann. Und diese Hornpipes im 9/8-Takt hießen früher Triple Hornpipe und man hat sie zu Händels Zeiten noch gespielt. Ich glaube, in der Feuerwerksmusik oder so ist sogar eine eingebettet. Und das fällt erstmal gar nicht auf, aber wenn man so richtig die Melodie verfolgt, merkt man, dass das nicht so gestrickt ist, wie das Material, was man sonst als Hornpipes antrifft. Thank you.
jetzt ein anderes Set Pipes, das ist C und es ist in der Mehrstimmigkeit ein bisschen ausgebaut. Es ist gebaut von Robbie Hughes in den ausgehenden 70er Jahren. Und gewöhnlich hätte man hier einen gewöhnlich langen Bariton-Bordun. Er hat ein kleines Zwischenstück mit einem Nebenloch, was man wahlweise öffnen kann, indem man den Slide rauf oder runter zieht und das Loch überdeckt oder nicht überdeckt. Da entsteht dann quasi ein Griffloch und da kann man noch einen anderen Ton abrufen. Außerdem sind die Slides so lang, dass man noch andere Töne einstimmen kann. Es gibt dann noch einen vierten Bordun, der ist da sekundär dran gebaut worden. Das sind auch Teile von Hans-Jörg Podwarny, hat er mir gegeben und ich konnte die dafür verwerten, um da noch einen zweiten Bariton dazu zu bauen. Die ganzen anderen Teile sind eigentlich noch original. Ach ja, am Bass gibt es auch noch ein Seitenloch, was man öffnen kann, sodass aus dem D ein G entsteht. Und die Kombinationen ermöglichen es jetzt, Bordunen für jeden wichtigen Grundton für die Modi von Piping bereitzustellen. Und das habe ich mir ein paar Stücke rausgesucht, in denen man das anwenden kann. Das erste ist ein Set aus zwei alten Stücken aus dem Repertoire von Lew Rosen. Zu finden sind diese Stücke auf seiner alten Vinylplatte Rena Beebree. Das ist Carrie Jig und The Ballintore Fancy. Man hört die Stücke heute ab und zu, und da werden sie als Reels gespielt, aber er hat es noch tatsächlich in Single Jig Time gespielt. Und da hat es eine andere Qualität.
Manchmal kann es sehr witzig sein, ein uralt bekanntes Stück mit anderen Bordunen zu hören. Es kann passieren, dass man es gar nicht richtig erkennt. Ich probiere das mal aus mit dem guten alten Butterfly, der nämlich nicht nur in E-Moll steht, sondern da ist auch eine G-Strecke drin. Jetzt kommt etwas, da möchte ich ein A-Bordun haben. Mache ich das Seitenloch zu. Aus dem H ist jetzt ein A geworden. Der verlängerte Bariton
ist hochgeschoben, da ist das Loch zugegangen. Müsste eigentlich gehen. Und ich spiele jetzt Snug in the Blanket, ein Jig und The Heathery Crew. Okay, und jetzt als Kontrast zu dem doch etwas traurigen Widmung zu Beginn, möchte ich jetzt eine fröhliche Widmung aussprechen an das Brautpaar, das Frische. Ich singe euch ein Lied in irischer Sprache und das ist ein Liebeslied. Und wenn die Iren Liebeslieder dichten, dann wird das Herz bis zur bitteren Neige ausgeschüttet. Da bleibt kein Tropfen drin. Das ist wirklich sehr gründlich.
Es ist eine kurze Sommernacht und ich gehe alleine vor mich hin. Mach dich auf den Weg, Liebes, und trödle nicht, damit wir Buchten, Musik, Schönheiten und große Städte sehen. Mein Gott, ist das nicht wunderbar, dass für Weißens Tochter die Zeit jetzt gekommen ist. Mir ist ganz peinlich, was alles an mir vorgeht. Denn ich bin ein junger Bursche und ich habe keine gute Laune mehr. Mich hat es erwischt. Ich werde nicht mehr einen Monat oder ein Vierteljahr leben, wenn ich nicht einen Kuss und deine Liebe bekomme. Und dass mich deine Freunde willkommen heißen, liebe Tochter der Familie Weiß. An einem schönen Tag saß ich draußen auf der Bergspitze. Es war so, dass ich die Amsel und die Drossel über mir singen hörte. So hübsche Verse würde ich schreiben und noch schöner würde ich vorlesen, eine Geschichte, um nur dir zu huldigen. O Tochter des Herrn Weiß vom Tal, inieren anit on inaun. Schulach hält mir Gluischacht, ganz ski, ganz dat, ganz fu. Kam ich heraret haurian, es kam a wiener Schuh. Marawai mit Rarek erchwanta, Kjolivna spalče mora. Esa jena hrom vranu enni dinien anič unglau. Taim shenan den aira trigach. Gravet mi me la la era emo
Sion. Is just a scriven verses nidishena malehin. Star do do vola fena inien anit unglaun. So, ich würde sagen, das ist schon mal gut jetzt. Und jetzt können wir noch Piper's Chair spielen mit Frage und Antwort. Vielleicht interessiert euch irgendwas, was ihr noch nicht wisst. Was einmal kannst du die Grundstimmung über die Wirtschaften. Genau. Aber diesen Wechsel, den hast du mit Daumen gemacht, oder? Ja, also das ist eigentlich der Kern von der ganzen Angelegenheit. Der Schalter hier hat ja gewöhnlich die Funktion, dass man eine gegebene Bordungruppe an- und ausmachen kann, indem man rückt, ne, dann geht die Klappe auf, das kennt ihr ja, und dann wieder zu. So, jetzt habe ich aber Folgendes gemacht. Da sind ja diese Kanäle, die zu den drei einzelnen Bordungpfeifen führen und die gemeinsam durch diesen Schalter bedient werden. Jetzt habe ich einen Kanal zugemacht, nämlich den für den Bariton, habe ich verstopft. Und habe den mit einem Rohr versehen und mit der Bewegung hier führe ich jetzt eine kleine Platte an das Rohr mit einem Loch, um da auf und zu machen. Das heißt, der Bariton wird so auf und zu gemacht und die beiden anderen Bordunen immer noch im alten Stil. Und diese beiden Funktionen überlagern sich ohne störungsfrei. Das heißt, ich kann hier nur die anderen zwei Bordunen, Tenor und Bass, auf und zu machen. Und da gleitet die Dichtung auf dem Rohr entlang und ist alles geschlossen. Oder wenn diese beiden Bordunen verschlossen sind und ich bewege das hin und her, dann geht an dem Rohr das Loch auf und wieder zu und es wird nur der Bariton bedient. Und das sind also vier Stellungen. Ich kann alles ausmachen, ich kann alles anmachen, das habe ich vorhin mal gemacht, da habe ich so den Booster reingetan, da zu dem D noch das A und das wurde dick auf den Sound. Ich kann nur die klassische Bordungruppe DD anmachen und ich kann die neuen Möglichkeiten anmachen. Dazu geht ja auch noch das mit dem Seitenloch auf dem Bass. Und dadurch habe ich jetzt GD auf der einen Gruppe und E, A und H auf der anderen Gruppe. Und dadurch sind alle Modi möglich. Ich habe da jetzt geopfert die Möglichkeit, auf der DD-Gruppe noch das dritte D zu spielen. Das ist ja jetzt draufgegangen für den Bariton. Aber ich kann ihn so lange rausziehen, dass er doch auch D spielt. Und ich kann dann den neuen kleinen Zusatz zumachen und dann kann ich also das hier beigesellen, dann habe ich meine klassische DDD-Stimmung und der Purist kann sich bei mir nicht beschweren, ich hätte irgendwas falsch gemacht und schlecht gemacht und die alte Tradition wäre verletzt. Nein, der Herr kann trotzdem auf meinen Pipes traditionell fehlerfrei spielen. Aha. Da schließt sich meine Frage an. Wie bist du
bist du auf die Idee gekommen, die Pipes harmonisch zu erweitern? Hast du da irgendwie einen Vorreiter oder jemand, der dich da angestiftet hat, oder kam das aus deinen eigenen Überlegungen heraus? Beides. Also, was die Bordun-Gruppe angeht, gibt es einen Vorgänger, Hans-Jörg Podmorny. Sein eigenes Live-Set hatte nämlich zwei Bordun-Gruppen. Es hatte DDD und EE. Da konnte man aber nur EE spielen, aber das hatte er. Und er hatte zwei Schalter, die waren nebeneinander, waren zwei Hebel. Man musste also erst den einen Hebel ausmachen, den anderen zumachen und den anderen dann anmachen, oder man konnte mit einer geschickten Bewegung das über Kreuz machen. Und er hat mir dieses Instrument geliehen für eine ganz lange Zeit, und damit habe ich auch meine Pipeschule dann bespielt, die CD, und das war mir eine große Hilfe, und da ist mir aufgefallen, wie wichtig das ist und wie förderlich für die verschiedenen Tunes es ist, wenn man korrekte Bordun hat. Und dann bin ich hingegangen und habe da so eine Spange noch über diese zwei Hebel da gestülpt, und dann konnte man mit einer Bewegung diese beiden Hebel gleichzeitig bedienen. Und dann war diese Möglichkeit auch schon gegeben, aber es war ein bisschen kompliziert, hässlich sowieso, aber das war mir immer egal. Und dann habe ich mir überlegt, wie machst du das, und dann ist mir das so eingefallen, dass das eine Lösung wäre, und dann habe ich das probiert. Aber das war, wie gesagt, das waren diese beiden Stimmungen. Ansonsten ist mir einmal begegnet, wie Leo Rickard in Milltown Malbay einfach nur den letzten Part vom Bassbordun abgezogen hat und zufällig ein G hatte. Und das hatte er wohl an seinem Set entdeckt, das war ein reiner Zufall. Und er fand das so toll, dass er das dann eingesetzt hat. Und das klang natürlich dann schon sehr bestechend. Und mit diesen Höreindrücken merkt man dann, da ist was zu holen. Da ist was Gewinnbringendes, was man möglicherweise nutzen kann. Und dann habe ich mich da... Ansonsten war mir schon von Anfang klar, dass die Pipes, was die Mehrstimmigkeit angeht, eben nur ein, ja, auf halber Strecke fertig entwickelter, verbesserter Dudelsack sind. Das merkt man schon daran, dass es eh auf den Regulatoren fehlt. Also das war eigentlich mein erster Schritt gewesen. Das war 91 oder 92, da war gerade die DUPG frisch gegründet, und da habe ich hier so eine ringförmige Klappe hinmontiert, die konnte man dann mit rechter Hand freigelegt, konnte man dann so sich so ein E holen und konnte da Akkorde machen. Aber die linke Hand spielte Charter, die rechte konnte nicht Charter spielen. Und dann habe ich diese Beiklappe hinkonstruiert, die dann mit einem Haken dieses Ding noch bedient hat. War alles ein bisschen knifflig, und jetzt ist es halt viel einfacher. Jetzt ist hier diese Spange mit der Klappe, und da ist ein rinnenförmiger Pad, der unten das Griffloch aufmacht. Und das ist unkompliziert, und das, ich würde mal sagen, am Samstagnachmittag kann man sich sowas zusammenlöten. Das habe ich dann gemacht, und es hat blendend funktioniert. Also ich kann im Prinzip, ich will mal prahlen, kann im Prinzip kaum noch ohne diese Dinger vernünftig spielen, weil mir immer diese Akkorde fehlen, die Melodien de facto ja abrufen. Die kümmern sich ja nicht darum, ob irgendwelche Pipes kein E haben, sondern das sind schöne Melodien, und die werden erfunden und entwickeln sich und sind im Repertoire. Und gerade, ihr habt es ja gehört, dieses Indian Nation Down hat ja eine melodische Führung, wo dann nachher dieses E wunderschön passt. Also wenn man es nicht hat, ist halt schade. Und dann habe ich es mir hinkonstruiert, und seitdem bin ich ein glücklicher Mensch mit den Pipes. Ich habe nur Sets mit E's. Ja. Und drei von meinen Instrumenten haben diese Multi-Drone-Setup da, alle gleich konstruiert. Und Andreas Rocke hat sich auch überzeugen lassen, das auf Bestellung anzufertigen. Und Hendrik hat sich lang von mir beraten lassen, wie er das machen soll, und hat tolle Lösungen gefunden, die viel eleganter sind als meine. Denn ich bin ein Rentner, der in seiner Werkstatt rumfriemelt, das ist nicht professionell. Ne? Das sind Materialien vom Baumarkt und was das Grundstück so hergibt, und primitive Gerätschaften, ja, eine Drehbank, das ist ein altes Vorsatzgerät von AEG, ja, wo man eine Bohrmaschine dann zusammen
gekoppelt mit einer Drechsel-Einrichtung und damit tue ich mir da schon mal so eine Blowpipe oder sowas rausdrechseln. Aber das ist alles unprofessionell. Und unsere Profis, die können da ganz andere Sachen erstellen. Ne? Das ist viel interessanter. Was mir besonders gut gefallen hat, dass du auch was gesungen hast. Das finde ich. Wird nicht viel gemacht. Richtig. Wundert mich auch. Seamus Ennis hat es gemacht. Also es gibt einzelne Leute, die das gemacht haben, aber zu Pipe singen ist schon seltene Blüte, das stimmt. Und ich wundere mich, warum. Das ist doch wunderbar. Ich meine, man hat auf den Pipes genug zu tun. Ne? Statt auch zu singen, ja, muss man halt gucken. Bitte? Ich sagte, ich kann nicht mal nebenher was sagen. Also ich kann nicht nebenher sprechen, wenn ich spiele. Ich kann nicht nebenher singen. Wow. Ja, mache ich ja freiwillig auch nicht. Also wenn ich pipe, dann kann man mich auch nicht doll zu anderen Sachen noch gebrauchen. Das ist natürlich einstudiert und auch ein bisschen Erfahrung. Ich habe das öfter gemacht und ich finde es einfach, finde es schön. Ja, wenn das alles klar ist, schicke ich euch noch ein Stück hinterher. Und das ist, wer mehr davon sehen will, kann auf YouTube gehen, Thomas Kannmacher. Und da ist eine große Playlist, Multidrone, wie heißt es? Multidrone Piping oder sowas. Und da sind alles Stücke drauf, die mit diesem Setup hier gespielt sind und auch ausgesucht sind. Die meisten Tunes, muss man sagen, lassen es nicht zu oder es bringt da keinen Gewinn, da irgendwas rumzuschalten, weil die Melodik derart ist, dass ein Bordun wirklich bestätigend ist und dass der genügt. Und hinzugefügte Bordun würden es nicht verbessern. Aber es gibt sehr viele Melodien, wo wirkliche Tonartwechsel drin sind und denen tut es gut. Das macht. Und die habe ich da reingebracht. Und da gibt es auch eine Playlist, die heißt Music of the Gentleman Pipers. Da habe ich mal eine CD gemacht, das ist schon länger her, mit Hubert Arnold am Cembalo und Hammerklavier. Das war ein kleiner Ausflug ins klassische Fach. Da habe ich die Melodien eingespielt, die in den alten Sammlungen des 18. und 19. Jahrhunderts verzeichnet sind, als die Ilian Pipes noch ein ausgesprochenes Gesellschaftsinstrument waren. Ja, man muss sich das ja klar machen, diese Instrumente mit Holz aus den Kolonien, mit Elfenbein verziert, von irgendwelchen Sklaven gewonnene Rohmaterialien, hier Messing, ja, das sind ja hochwertvolle Materialien. Man hätte mit einem Set, mit dem Preis für ein schönes Instrument, wie wir es ganz normal kennen, hätte man sich auch ein Haus bauen lassen können in Irland in der damaligen Zeit. Also das war absolut haute volée. Ja, und diese Herrschaften hatten ein Faible für keltische, Mythologie und man hat Theaterstücke geschrieben, man hat Pantomimen mit Musik gemacht. Irgendwie kann ich mir das nicht richtig vorstellen, aber da wurden Piper dann ins Orchester eingebettet und die haben dann sozusagen die keltische Klangfarbe in die Musik hineingebracht, die ansonsten, ja, wie soll ich mal sagen, britisch spätbarock gestrickt war. Und die Sachen habe ich dann mal so zusammengestellt und war neugierig, wie klingt das, wenn man auf den, vor allen Dingen Flatpipes natürlich, so ein Material spielt und das dann auch begleitet mit den angemessenen Instrumenten. Und eins davon hat mir sehr gut gefallen, Can Love Be Controlled, heißt es. Also ein Thema, ne? Und das will ich euch spielen und das ist wohl aus einem Theaterstück, wo auch irgendwie wohl diese keltische Farbe angemessen war, entnommen. Es steht in O'Farrell's Pocket Companion Band irgendwas.
in der Sammlung drin, von 1810, glaube ich, oder sowas. So, das Stück ist ausgesprochen experimentell. Wenn es mal ein bisschen quietscht, seid mir bitte nachsichtig. Es ist riskant. Kann man sich umstimmen? Auf HH.